Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin nicht ganz sicher, ob meine Behauptung stimmt, wenn ich sage, dass es in unserer Gesellschaft, in unserer Welt eine große Sehnsucht gibt nach Reinheit. So, als hätte man eine lange Wanderung hinter sich oder sei wochenlang von der Zivilisation abgeschnitten, von dem Komfort, den wir damit verbinden. Als würde man anfangen zu stinken und hätte nichts sehnlicher in sich als diesen Wunsch nach einer Badewanne oder einer Dusche. Oder überhaupt mal wieder ein Zimmer um sich zu haben. Die Menschheit trägt in sich einen solchen Wunsch. Sie hat diese tiefe Sehnsucht nach ihrem ursprünglichen Zustand der Reinheit, der Unversehrtheit, des Intakten, des Immakulaten, um es mit einem Wort dieses Tages zu sagen. Wir erleben viele Strategien, bis tief in die Kirche hinein, die diese Sehnsucht vielleicht nicht aus... Sie ist unausrottbar, ich bin ganz sicher. Denn alles, was Atem von Gott in sich hat, trägt diese Sehnsucht. Trägt diese Orientierung wie eine Kompassnadel in sich. Nach Reinheit, nach Unversehrtheit, sagen wir ruhig nach Schönheit. Nach Unverdorbenheit. Und manchmal bricht sie in Menschen auf, bei denen wir es am wenigsten vermuteten. Wir erleben das im Evangelium. Die Zöllner und Sünder, die Dirnen sind es, bei denen diese Sehnsucht, die sie sozusagen nach außen tragen, deren Ruf erst gründlich ruiniert ist, die keine Fassade vor sich aufbauen müssen, sondern wo diese Sehnsucht einfach aufbricht und sie mit dieser Sehnsucht vor Jesus zusammenbrechen. Vor diesem Urquell der Reinheit und Unversehrtheit. Wir tragen das alle in uns, auch wenn wir in Zeiten leben, die das nicht wahrhaben wollen. Wir sagen dann solche merkwürdigen Theorien, was heißt Unreinheit? Was heißt Sünde? Und wir zitieren dann fälschlicherweise Jesus und sagen, dem Reinen ist alles rein. Ja, wenn man sich von Jesus hat reinigen lassen, dann ist dem so, sonst nicht. Was feiert die Kirche heute? Sie feiert in Maria jenen Zustand des Menschen vor dem Sündenfall. Sie feiert, und wir feiern heute Abend, den Zustand der reinen Gnade, die nicht durch moralisches, gutes Verhalten erworben werden kann, nicht durch besondere Leistungen verdient werden kann. Und vielleicht, wenn uns schon ständig auf Schritt und Tritt, obwohl es ja ein wenig nachgelassen hat, die Taktzahl, das Reformationsjubiläum begegnet, muss man vielleicht doch kritisch anmerken, dass es geradezu die Tragödie der Reformation war. Auf der einen Seite diese Sehnsucht zu formulieren, die Sehnsucht nach Gnade, die Sehnsucht nach Rechtfertigung und dann das Geschenk der Gnade nicht sehen zu wollen, ja, es geradezu abzulehnen. Weshalb bis heute die Mariologie, zumindest in den Kirchen der Reformation, abgesehen, sagen wir, von den ganz strengen Lutheranern, einen schweren Stand hat. Das ist etwas ganz Merkwürdiges, ja Tragisches. Denn all die Sehnsucht nach Gnade, die Sehnsucht nach Reinheit, nach Unverdorbenheit, eine Sehnsucht, die nur gestillt werden kann, nicht indem man sich anstrengt, indem man sich etwas verdient, sondern die ein freies Geschenk Gottes ist. Und mit der man den nächsten Schritt tun muss, dieses Geschenk anzunehmen und dieses Geschenk zu leben. Genau das feiern wir heute und das finden wir in Maria. Noch als Anglikaner schreibt John Henry Newman, Maria konnte ebenso wenig wie die anderen die Wiederherstellung der Gnade verdienen. Sie wurde ihr jedoch durch Gottes freischenkende Güte wiedergegeben, gleich vom ersten Augenblick ihres Daseins an.
Und dadurch geriet sie tatsächlich nie unter den ursprünglichen Fluch, der im Entzug dieser Gnade bestand. Diesen besonderen Gnadenvorzug besaß sie, um fähig zu werden, geistig und seelisch die Mutter ihres und unseres Erlösers zu werden. Wir hören das als Argument immer wieder, auch in gerade natürlich in kirchlichen Kreisen. Das ist ja eigentlich kein altes Fest, dieser 8. Dezember. Das ist ja ein relativ junges Dogma aus dem 19. Jahrhundert. Man kann es hier bei dem seligen John Henry Newman lernen. Wie kommt er als klassischer Protestant zunächst dazu, diese marianischen Aussagen zu machen, die sich dann später noch vertiefen? Weil er den Vätern zuhört. Er hat nicht ins 19. Jahrhundert hineingehorcht in seine Zeit, um katholisch zu werden, sondern er hat die Väter gelesen. Er hat auf die Väter gehört. Und wenn man das heute in unserem Umkreis sagt, oder man muss sich fragen, oder auch die Theologen, die Priester, die Diakone fragen, wer liest überhaupt noch die Väter? Für die östliche Christenheit bis heute der eigentliche Rahmen, in dem gedacht und gesprochen wird. Alles, was bei den Vätern nicht steht, gibt es nicht. Von wegen eine neue Theorie jagt die andere. Nutzlos bedrucktes Papier, reif für die Halde. Sinnlos. Der selige John Henry Newman schulte sich an den Vätern und erkannte all das, was ein Augustinus, was ein Ephrem der Syrer über diese Dinge schreibt, über die Reinheit Mariens, schrieb und gedacht hat, vor allen Dingen gebetet hat. Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, hoffentlich nicht nur im Advent, den englischen Gruß, das Ave Maria so oft sprechen, dann schlägt unsere innere Kompassnadel aus. Es ist Ausdruck unserer Sehnsucht nach Reinheit und Unverdorbenheit. Es ist die Annahme des Geschenkes Gottes an diese Welt der reinen Gnade in Maria. Und wir sollten dieses Geschenk nicht nur vertiefen, indem wir es beten, sondern wir sollten es annehmen. Und das tun, was Maria vorlebt. Leben mit diesem Geschenk. Bis zur Begegnung mit dem Erzengel Gabriel hier zu jener Stunde, als er zu ihr gesandt wird, hat sie dieses Konzept Gottes nicht verstanden, konnte es nicht verstehen. Sozusagen das eröffnete Wort fehlt, um die Gnade recht aufzuschließen, aber sie trug sie in sich. Sie blieb unversehrt in jedem Augenblick ihres Daseins, weil sie ganz von Gott her und auf Gott hin gelebt hat. Und in jener Stunde, deren Zeugen wir eben wurden im Evangelium, erschließt sich alles. Und wir sehen an ihr, was es bedeutet, mit der Gnade zu leben. Das ist nicht einfach ein paradiesisches Dasein, es ist ein schwerer Weg. Auch ein Weg von Stunden, in denen man sich selber vielleicht unverstanden fühlt von Gott oder ihn nicht versteht. Es ist ein Weg bis hin unter das Kreuz. Aber immer, in jedem Augenblick, ist es ein reiner Weg, ein Weg der Gnade, ein Weg des Lichtes, weil es ein Weg mit Gott ist, ein Weg mit Christus. Und so lädt sie uns ein, die reine Gnade, das reine Licht verkörpert, weil sie es in sich trug und ganz von ihm gestaltet und durchleuchtet war, dass wir unseren Weg ähnlich gehen. Nicht indem wir uns abstrampeln nach dieser oder jener Gnade, sondern dass wir offen werden und uns von Gottes Gnade bescheinen lassen, beschenken lassen, um so Stück für Stück bis in die letzte Faser umgewandelt zu werden, zu Gefäßen der Gnade, zum Leib Christi selber.